Servus und willkommen auf der Nomensland. Ich habe jetzt eine Runde Raps drinnen und der Raps geht zum Fahrzeugshop Körner. Gut, schauen wir mal wie, was und wann. Und wie gesagt, das Ziel dieser Woche ist auf jeden Fall der Mähdrescher. 203.000 habe ich und es mir fehlen noch so um die 100.000 Euro. Auf jeden Fall bin ich mal ein bisschen gespannt. Natürlich bin ich gespannt. Ich bin gespannt, ob ich die 100.000 schaffe. So. Erste Fuhre Raps. Also so der erste Hänger Raps. Und der zweite Hänger wird abgeladen. So, was bekomme ich für das Ganze? Jawohl. Na bitte, 32.000. Das macht schon wieder Spaß. So, 32.000 Euro. Was kommt als nächstes? Ich hab noch. Na, schauen wir mal. Davon habe ich nichts. Ich habe noch. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Ich habe eine. Ja, Kartoffeln habe ich. Ah, nehme ich eine Fuhre Kartoffeln. Und einmal nehme ich das Salz auch noch mit. Sollte sich ausgehen. Beziehungsweise werden wir mal schauen, ob ich den Mähdrescher bekomme diese Woche. Ich bin gespannt. Wenn nicht, kommt noch ein bisschen Wald dazu. So, ich habe gesagt, der erste Anhänger Kartoffeln. Ich genug auch dabei haben für sollte genug Kapazität frei sein für den für das Salz. So. Ja, das ist und gehen wir. Na, schauen wir mal, was das Salz eigentlich dann noch einbringt. So, jetzt muss ich schauen, dass ich richtig hinfahre. Na bitte, Salz. 10.000 Liter Salz. Wunderbar. So, was hätte ich noch? Nicht viel. Ja, die 10.000 sind noch übergeblieben. Und natürlich wünsche ich jedem einen schönen Mittwoch. Was dadurch, dass ich gleich unten bin, ich bin mal gespannt, was bringt das Salz? Salz 3.600 Euro. Sind, wenn ich richtig gezählt habe, 36.000 Euro. Naja, der Mähdrescher kommt immer näher. Naja.
Wie gesagt, der Mähdrescher kommt immer näher. So, verkaufen wir mal das Salz. Davon bin ich nicht. Ich will Salz. Salz ist ja das einzige bei Agrarzeitlandhandel. Naja. Wie viel haben wir? Ja, 36.741 Euro. Das sind 272.000. Juhu. Passt, das geht dann weiter. Was habe ich noch zu verkaufen? Gras, GPS-Silage. Ach ja. Sagen wir mal, egal. Einmal Eier auch verkaufen. Ich bin sehr gespannt, wie viel das ich bis jetzt bekommen habe. Es sind 4 nämlich Rossen. So, und auf jeden Fall Kartoffeln ist immer noch Fahrzeugschubkörner das höchste. Verkaufe ich auch da und als nächstes kommen. Oh, Leute, nicht lachen, die Eier dran. So. Jetzt bin ich dann. Ich bin dann so gespannt, was. Was man bei der Ei bekommt. Die Eier haben pro 1000 Liter Druck. Warte mal, das hin. Ah, da sind sie von 2500 Euro. 5800! Na bitte. Ja. Ich glaube, ich verkaufe noch eine Runde Kartoffeln. Will sich auszahlen. Aber bis dahin. Absolut. Was war. Jetzt habe ich nicht geschaut. Ich wollte gerade was aufschreiben. Ich wollte gerade was aufschreiben. Wo hänge ich jetzt bitte? Da noch einmal das Ganze. Und diesmal. Okay. Wo hängen wir jetzt? Und wieso komme ich da nicht raus?
So, aber jetzt. Na bitte, geht doch. So, dann machen wir jetzt weiter. Ja, sowas kann auch passieren. Wie gesagt, ich wollte gerade was aufschreiben und da habe ich das übersehen. Tut leid, aber jetzt gilt's. Bis gleich. Ich spule ein bisschen. Ich bin wieder auf dem Hof und habe mal soweit alles verkauft. 288.000 Euro liegen an. So, das heißt, ich hole mir einmal ganz einfach die Eier. Und verkauft das Ganze. So. Haben wir drei ganze Paletten oben. Sollen wir mal noch durchschauen? Nein, nein, nein. So, wie schaut es mit dir aus? Oh! Warte, stelle ich dich nicht weg. Ups. Moment. Da fehlt ja was, da fehlt was. Da muss ich noch was hinstellen. Kontrolle. Okay, geht doch. Aber das brauche ich. Wieso? Geht doch so. Das ist da vorbeigehen. So, das heißt, das Ganze kommt dann. Oh, da kommt dann gleich das nächste hin. Wenn ich richtig hinsehen könnte. Fall habe ich, oder sollte ich genug da haben. Jetzt habe ich 4 ganze Eierpaletten. Aber das kann ich wahrscheinlich nicht reinschmeißen, deswegen lasse ich es. Den Minern geht's gut. So, passt. Damit verabschiede ich mich auch für heute. Wir sehen uns natürlich wieder am schönen Freitag. Ah, vergessen zum Wegschalten. Okay. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann wieder am Freitag. Wenn es euch gefallen hat, natürlich liken und abonnieren. Und brav bleiben. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.